Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Und als nächstes hat der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Matthias Wagner, das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich erinnere mich noch gut an unsere erste Debatte zum Thema Corona vor noch nicht einmal 6 Wochen hier im Hessischen Landtag. Ich finde, das war eine außergewöhnliche Debatte, eine Debatte, die dem Ernst der Lage sehr angemessen war. Und ich erinnere mich auch gerne und bin nach wie vor dankbar dafür, dass wir vor 6 Wochen vereinbart haben, dass wir in vielen Maßnahmen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gemeinsam als Hessischer Landtag vorgehen. Wenn ich mir die Debatte und die Reaktionen auf die Regierungserklärung des Sozialministers heute anschaue, dann war das doch angesichts einer nach wie vor ungewöhnlichen Situation eine ziemlich gewöhnliche Debatte. Eine ziemlich gewöhnliche Debatte, in der aus meiner Sicht von dem, was uns vor 6 Wochen noch alle getragen und geleitet hat und verbunden hat, nämlich die Bekämpfung des Viruses, am Ende doch wieder das übrig geblieben ist, worüber wir hier in diesem Hessischen Landtag so oft streiten, über das Detail, über mehr oder minder große Fragen, über Formalia. Ich verstehe den Wunsch nach Normalität. Ich verstehe den Wunsch nach Normalität, den viele in der Bevölkerung haben. Ich verstehe den Wunsch nach Normalität, den offenkundig auch viele Abgeordnete haben. Aber ich möchte doch einmal ein Fragezeichen daran machen, ob wir normale Debatten im Hessischen Landtag führen sollten, wenn die Wirklichkeit nach wie vor nicht normal ist, meine Damen und Herren. Und dann messe ich Sie doch an diesen normalen Maßstäben, nach denen Sie offenkundig eine so große Sehnsucht haben. Und dann war die größte Kritik der Oppositionsführerin oder eine der größten Kritiken, dass die Landesregierung über die weiteren Öffnungsschritte für Kitas und Schule zuerst den Souverän in diesem Land oder den Vertreter des Souveräns in diesem Land, den Hessischen Landtag, informiert hat. Es war einer der größten Kritikpunkte der Oppositionsführerin. Frau Faeser, was hätten Sie denn gesagt, wenn wir es nicht so gemacht hätten, Frau Faeser? Was hätten Sie denn dann gesagt? Der sonst übliche Vorwurf war und ist, das Parlament muss zuerst informiert werden vor allen anderen. Und Frau Kollegin Faeser, für diese Position habe ich als Parlamentarier ausdrücklich sehr große Sympathie. Aber wie man dann, wenn genau das geschieht, was Sie fordern, was ich fordern, was die große Mehrheit dieses Hauses fordern, daraus dann auch wieder einen Vorwurf macht, das zeigt, dass man sehr gewöhnliche Debatten angesichts von ungewöhnlichen Situationen führt, Frau Kollegin Faeser. Die einschneidenden Maßnahmen, die bundesweit und in Hessen in den letzten Wochen ergriffen wurden, haben Wirkung gezeigt, meine Damen und Herren. Und diese Maßnahmen waren erfolgreich. Uns ist es gelungen, die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu stoppen. Uns ist es gelungen, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Und ich finde, das sollten wir hier auch einmal festhalten. Das ist nämlich einverstanden, sind wir uns da einig, Frau Kollegin? Es ist eben keine Selbstverständlichkeit,
sondern es war Ergebnis von klugen und verantwortlichen Handeln, dass wir in Deutschland und in Hessen keine Situation wie in Italien, wie in Spanien und wie in Amerika haben. Und Frau Kollegin Faeser, wenn Sie fragen, was hat denn die Landesregierung in den letzten Wochen gemacht? Das hat die Landesregierung in den vergangenen Wochen gemacht. Es war das umsichtige Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, das dazu geführt hat, dass wir der Welle die Spitze gebrochen haben. Es war der gigantische Kraftakt der Beschäftigten im Gesundheitswesen, der das möglich gemacht hat. Und es war das verantwortliche, über alle Maßen gehende Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen öffentlichen Verwaltungen, in den Kommunen, im Land, im Bund, der das möglich gemacht hat. Und es waren auch politische Entscheidungen. Und deshalb will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, lieber Sozialminister Kai Klose, Ihnen und Ihrem gesamten Team im Sozialministerium ein ganz herzliches Dankeschön für das, was Sie in diesen Wochen für das Land geleistet haben. Ein herzliches Dankeschön auch an den Innenminister als Vorsitzender des Krisenstabes, der sich um ganz viele Fragen des unmittelbaren Beschaffungswesens, der Organisation, des Organisierens von Masken, von Schutzausrüstung mit seinem gesamten Team gekümmert hat. Und natürlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze. Das, was wir erreicht haben, war Ergebnis von harter Arbeit. Herr Kollege Müller, bestreiten Sie irgendetwas von dem, was ich eben gerade gesagt habe, was die Leistungen der Landesregierung und der Bundesregierung angeht? Ist es wirklich notwendig? Ist es wirklich notwendig, dass man in einer Situation, wo die gesamte öffentliche Verwaltung und auch die Spitze der Ministerien Tag und Nacht gearbeitet haben, ist es da wirklich notwendig, das schon wieder infrage zu stellen? Sie können ja über andere Wege streiten. Sie können ja über andere Alternativen streiten, Herr Kollege Müller. Aber das kann man doch in so einer Debatte auch mal sagen, ohne dass man gleich wieder so einen Zwischenruf machen muss. Die bisherigen Erfolge sollten uns ermutigen, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Und dieser eingeschlagene Weg war gekennzeichnet von Entschlossenheit und Besonnenheit. Und beides gehört zusammen. Und ich glaube, die genau falsche Konsequenz aus dem, was wir erreicht haben, wäre jetzt leichtsinnig zu werden. Leichtsinnig zu werden, indem wir unkontrollierte Risiken eingehen, leichtsinnig zu werden, indem wir Debatten darüber führen, die wissenschaftliche Erkenntnisse auf einmal infrage stellen, leichtsinnig zu werden, indem wir über die schwierigen Abwägungen, die wir alle zu treffen haben, jetzt einfach hinwegreden würden. Das wäre mit Sicherheit der falsche Weg. Der Wunsch nach Normalität, der ist verständlich. Der Wunsch ist überaus real. Wir alle teilen diesen Wunsch. Und die Bedrohung durch das Virus erscheint uns immer mehr abstrakt. Aber erinnern wir uns, meine Damen und Herren, vor 6 Wochen. Vor 6 Wochen war es genau umgekehrt. Da war die Bedrohung durch den Virus für uns sehr real und der Wunsch nach Lockerungen eine ferne Hoffnung. Und so richtig es ist, dass wir jetzt Lockerungen auf den Weg bringen, so sehr müssen wir uns immer bewusst machen, der Virus ist noch in der Welt, die Bedrohung ist real, Besonnenheit und Entschlossenheit ist das Maß der Dinge, aber nicht Leichtsinn.
Und weil es nicht um Leichtsinn gehen darf, verbietet sich aus unserer Sicht auch ein Überbietungswettbewerb zwischen Kommunen, zwischen Ländern, zwischen dem Bund nach dem Motto höher, schneller, weiter. Wer hat das schnellste Konzept? Wer hat das schönste Konzept? Wer hat der Bundeskanzlerin als erstes widersprochen? Wer hat 3 Stunden vor der Konferenz der Regierungschefs was gesagt? Wer hat in der Konferenz was gesagt? Wer hat als erstes aus der Konferenz geplagt? Mein Gott, wir haben keine normalen Zeiten und eigentlich keine Zeit für solchen Spielchen. Hessen hat sich an dem Wettbewerb höher, schneller, weiter bei den Schließungen nicht beteiligt, und Hessen wird sich an dem Wettbewerb höher, schneller, weiter auch nicht bei den Lockerungen beteiligen. Für uns geht es um verantwortliches Handeln. Für uns geht es um ein Handeln, was das einzige Kriterium, was zählt, nämlich die Entwicklung des Infektionsgeschehens und die Vermeidung einer Überlastung unseres Gesundheitssystems in den Blick nehmen. Das ist verantwortliches Handeln, entschlossen und besonnen statt aktionistisch. Das ist der Weg, den wir hier in Hessen gehen. Und deshalb stellen wir Schritt für Schritt Konzepte vor, wie die Wiedereröffnung, der Neustart des öffentlichen Lebens gelingen kann. Und der Sozial- und der Kultusminister haben das heute vorgestellt für den Bereich Kita und Schule. Sehr präzise, mit konkreten Daten. Und natürlich wird mit den Kita-Trägern, natürlich wird mit den Schulträgern darüber geredet werden. Also darüber müssen wir doch hier im Landtag wirklich nicht streiten. Und dann gibt es den Wunsch, auch das habe ich in dieser Debatte gehört, es müsse jetzt für alle Bereiche ein konkretes Datum genannt werden. Es brauche für alle Bereiche jetzt exakte Klarheit. Auch diesen Wunsch verstehe ich. Und wir müssen für alle Bereiche auch an Konzepten arbeiten. Aber was ich dann schon erwarte, ist, dass diejenigen, die hier den Anschein erwecken, als könnte man jetzt schon konkrete Termine nennen, dann tun sie es doch. Dann tun sie es doch. Dann können wir hier eine Debatte darüber treffen, ob Ihre Abwägung verantwortlicher ist als die Abwägung, die die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen getan haben. Dann sagen Sie doch, Sie wollen die Schule früher aufmachen. Sie wollen die Kitas früher aufmachen. Dann sagen Sie es doch. Aber was nicht reicht in einer ungewöhnlichen Situation, ist immer nur zu sagen, dass so, wie es andere machen, es falsch ist. Das reicht eben nicht, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, an Ihrer Stelle wäre ich mit dem Propagieren von höher, schneller, weiter ohnehin vorsichtig. Wir schauen mal nach Nordrhein-Westfalen. Wir schauen mal, was Ihre Schulministerin da so veranstaltet unter der Überschrift höher, schneller, weiter. Und wir schauen auch gerne einmal, was Ihr Wirtschaftsminister da macht, der nämlich die Bewilligungsplattform für die Landesförderungen offline nehmen musste, weil sie nicht hinreichend vor Missbrauch geschützt werden. Dieses höher, schneller, weiter wollen wir hier in Hessen nicht, meine Damen und Herren. Die Menschen in unserem Land, und das ist eine große Leistung, und dafür sollten wir alle dankbar sein, sind in dieser Krise zusammengerückt. Sie haben zusammengehalten in einem Maße, wie wir das lange nicht mehr hatten. Menschen haben sich gegenseitig im Alltag unterstützt. Nachbarschaftshilfe hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und wir alle waren solidarisch mit denjenigen, die in dieser Krise unseren besonderen Schutz gebraucht haben. Und diese Solidarität, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, meine Damen und Herren,
den sollten wir auch uns in der weiteren Bewältigung der Krise bewahren und auch darüber hinaus. Ich will nicht, dass wir anfangen, einzelne Bevölkerungsgruppen bei der Corona-Krise gegeneinander auszuspielen, sondern wir halten zusammen, wir bleiben zusammen. Wenn wir das hier im Landtag mit ungewöhnlichen Debatten begleiten, freut es mich. Wenn Einzelne das anders machen, nehme ich es aber auch zur Kenntnis. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Wagner. Jetzt hätte noch die fraktionslose Abgeordnete das Wort, aber die sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der Regierungserklärung und haben die Regierungserklärung des Ministers für Soziales und Integration entgegengenommen. Wir haben noch Tagesordnungspunkt 46, Dringlicher Antrag der Fraktion der Linke mit der Drucksache 20-2683, den wir in den SIA überweisen nach meinen Unterlagen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Dann ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Änderungsantrag zum Gesetzentwurf Drucksache 20-2686 von der Fraktion der AfD. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser, wenn niemand widerspricht, tut niemand, mit Top 7 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Änderungsantrag zum Gesetzentwurf von CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und den Freien Demokraten mit der Drucksache 20-2685. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser, wenn niemand widerspricht, mit Top 15 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und der Fraktion der Freien Demokraten über ein 20. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucksache 20-2684. Wird die Dringlichkeit bejaht? Auch das ist der Fall. Dann wird dieser Top 47 und mit Top 2 und Top 10 aufgerufen. Die Redezeit beträgt insgesamt 7,5 Minuten. Außerdem ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, Gesundheits- und Patientenversorgung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg sicherstellen, Sorgen von Beschäftigten ernst nehmen, Drucksache 20-2687. Wird die Dringlichkeit bejaht? Auch das scheint der Fall zu sein. Dann wird dieser Top 48 und kann, wenn niemand widerspricht, das tut niemand, mit Top 36 zu diesem Thema aufgerufen werden. Damit haben wir die Vorlagen auf Ihren Tischen abgearbeitet.